Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder mal mein statistisches Nutzungsverhalten, also meine Favoriten für den Monat August. Und es ist diesmal ehrlich gesagt nicht so viel, weil ich das meiste irgendwie schon gezeigt hatte im letzten Monat, aber irgendwie stetig weiter benutzt habe. Also ich verlinke euch mein letztes Favoritenvideo nochmal unten in der Infobox. Die Favoriten gelten eigentlich, wie gesagt, nach wie vor immer noch, aber ein paar neue Sachen sind schon dazugekommen. Fangen wir mal an mit Kosmetik, und zwar ist das von L'Oreal die False/Superstar Mascara, die so aus zwei Phasen besteht. Das heißt, manchmal ein bisschen beängstigend, es gibt so eine kleine weiße Phase, die man eben als Base, als Primer auf die Wimpern aufträgt. Kann Fliegenbeine machen manchmal, aber bei dieser hier, finde ich, passt es wirklich super gut. Meine Wimpern werden echt sehr verlängert dadurch und ich habe mit der wirklich durchweg nur gute Erfahrungen gemacht. Also die finde ich richtig, richtig gut. Und dann noch ein weiteres Kosmetikprodukt, was ich schon sehr lange benutze, und zwar von Benefit Sunbeam. So eine kleine Sample Size. Ich glaube, das habe ich mal aus so einem Set, was ich mir gekauft habe. Den habe ich als Highlighter benutzt, also vor allem so ungefähr hier und manchmal auch hier unter den Augen. Und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen, also besitze ich wirklich schon ewig, habe ich aber nie benutzt. Ja, also man sollte mal öfter seinen eigenen Schminkkram neu aufräumen und dann vielleicht ein paar neue Schätze entdecken. Dann ein Nagellack, den ich auch gerade trage. Ich weiß nicht, wie gut ihr das auf der Entfernung sehen könnt. Und zwar ist der von Essie und das ist die Farbe Cold Couture. Das ist ein matter Nagellack, der erstmal einen schönen Schimmer im Fläschchen hat und diesen Schimmer auch auf irgendeine Art und Weise natürlich auf dem Nagel transportiert. Aber durch das matte Finish sieht er natürlich ganz anders aus als in der Flasche. Finde ich aber richtig cool und ich habe auch ein Nagelstyling-Video gemacht in den Monat mit drei verschiedenen Nagelstyles, wo der auch vorkommt. Und ja, das verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, und den finde ich einfach sehr, sehr schön. Ich finde den aber auch sehr schön mit einem normalen Topcoat lackiert, dann wird er nämlich wieder glänzend. Und wenn man dann eben dieses, ja, Finish irgendwie lieber mag mit diesem Glitzer, mit diesem Sheen, dann hat man das eben trotzdem auch. Weiter geht's mit Produkten, die so in der Dusche rumstehen, und zwar von Rituals ein Duschschaum. Das ist der Tao Duschschaum, der grüne. Es wird aber vermutlich im nächsten Aufgebraucht-Video landen und ich finde den wirklich sehr angenehm. Der brennt nicht irgendwo, den kann man trotzdem auch zum Rasieren benutzen, wenn man sich die Beine unter der Dusche eben rasieren möchte. Und der riecht eher zurückhaltend, aber sehr angenehm. Ja, dann habe ich noch ein Produkt. Das ist jetzt nicht unter der Dusche, aber ist auch nicht gerade dekorative Kosmetik. Es ist ein reines Rosenwasser von Kadi. Das ist eine Naturkosmetikmarke und hier ist nur gereinigtes Wasser und Rose drin oder von Rosenblättern. Eben das, ich glaube, der Extrakt. Und ja, ansonsten keine Konservierungsstoffe und nichts. Und das benutze ich wirklich sehr viel. Ihr seht auch, es ist fast nichts mehr drin. Ich habe das im Sommer auch wie früher immer so ein Thermalwasser benutzt. Es wirkt etwas antibakteriell, das finde ich sehr gut und ist für mich so der Toner oder Make-up-Finish-Spray, alles in einem, benutze ich wirklich mehrmals täglich. Was sehr viele Leute schon angefragt haben, nochmal ein paar Worte zu meinen Haaren. Ihr habt ja, glaube ich, auf dem Blog auch gesehen, dass ich mal wieder beim Friseur war und wieder mir die Haarfarbe habe auffrischen lassen. Und zwar war ich bei Paul Mitchell hier in Stuttgart in der Schwabstraße, mein absoluter Lieblingsfriseur. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Farbe immer noch und vor allem zufrieden bin ich auch mit der Farbe, wie sie sich hält, weil Rotpigmente fallen ja eigentlich sehr, sehr schnell aus den Haaren. Und ich habe dort eine neue Pflegeserie auch testen dürfen und mitnehmen dürfen und die habe ich jetzt wirklich seitdem eigentlich auch benutzt und muss sagen, es hat echt richtig viel gebracht, dass eben diese Rotpigmente nicht ganz so schnell sich aus dem Haar herauslösen. Das ist die Ultimate Color Repair Serie. Die ist zwar rot, aber die könnt ihr natürlich auch für andere Haarfarben verwenden. Ich finde das Verpackungsdesign aber natürlich unbeschreiblich schön und passend zu mir. Und das Tolle daran ist, dass es mit einem Quinoa-Bestandteil, was in Deutschland noch sehr, sehr innovativ ist oder eigentlich auf der ganzen Welt. Und mein Lieblingsprodukt ist tatsächlich eigentlich dieses Triple Rescue. Das kann man nach dem Haarewaschen nochmal so wie ein Leave-In-Spray eben in die Haare geben. Dann kann man die auch sehr gut durchkämmen. Und es ist so ein toller Duft. Ich muss sagen, der Duft ist also momentan auch fast mein liebstes Parfum. Ich nutze es quasi ein bisschen wie ein Haarparfum, weil ich den Duft so unbeschreiblich gut. Er riecht aber so wellnessartig. Also nicht einfach so bam wie ein Parfum, sondern es ist schon eher wie so ein Wellness-Spa-Geruch. Also sehr angenehm. Ich verlinke euch nochmal auch den Blogpost zu meinen Haaren unten in der Infobox.
Da habe ich auch gleich nach dem Friseurbesuch ein paar ganz coole Fotos gemacht, wo man auch richtig schön die Haare dann sieht. Habe ich auch so schöne Locken und so. Und ja, gefällt mir einfach sehr gut. Und seitdem ich das wieder so habe und die Haare wieder so im frischen Glanz erstrahlen, trage ich sie auch wieder viel lieber offen. Kommen wir zu mehr Lifestyle-Sachen. Auch gar nicht so viel, aber ein Buch. Ich bin immer noch im Krimi-Fieber. Es ist wieder von Gillian Flynn und es ist der dritte Roman. Es ist Dark Places. Zu Büchern möchte ich in den Videos immer gar nicht so viel sagen, weil man ja so viel in Spoilern und verraten kann. Ich muss aber sagen, also es ist halt Krimis lesen, ist halt gerade für mich irgendwie so eine coole Beschäftigung abends und da bleibe ich momentan einfach insgesamt gut dran. Allerdings habe ich bei dem irgendwann auch schon so gedacht, okay, da ist der Spannungsbogen jetzt nicht ganz so straff gehalten wie bei den anderen Büchern von ihr. Also wenn ihr euch für nur ein Buch von ihr erstmal entscheiden möchtet, dann nehmt eins von den anderen beiden, also Gone Girl oder das aus meinem letzten Video. Aber das hier ist trotzdem auch sehr, sehr spannend und vor allem auch relativ dick und ich mag das ja, wenn ich was von meinen Büchern habe. Und ich habe es trotzdem sehr gerne und sehr schnell gelesen, also immer noch ein sehr, sehr cooler Krimi. Dann ein weiteres Buch, aber eigentlich auch mein Food-Favorit diesen Monat, ist das Oshie Glows Kochbuch von einer Bloggerin, die auch sich Oshie Glows nennt. Und das ist eine vegane Bloggerin und die hat eben ein Kochbuch geschrieben, was auch die Bestsellerlisten erobert hat. Und aus dem habe ich momentan relativ viel gekocht und finde das wirklich sehr gut. Ich esse momentan sowieso sehr gerne vegan und ich kann euch das wirklich empfehlen. Da sind wirklich Hauptgerichte drin, Desserts, also so für jeden Gang. Dann ist so eine Empfehlung, was man quasi in seinem Pantry, in seinem Vorratsschrank haben sollte, dabei. Dann sind so Staples dabei, also so Vinaigrette und so weiter. Alles eben als vegane Variante. Und das einzige Manko ist vielleicht, wenn man eben in Deutschland wohnt, muss man einige exotischere Sachen ein bisschen schwierig übersetzen. Es gibt manche Sachen nämlich gar nicht so richtig in Deutschland und kriegt die dann eben auch nicht so einfach. Aber das geht eigentlich und man kann eigentlich auch fast alles irgendwie ersetzen und gerade wenn man sich dann ein bisschen auskennt, geht das eigentlich ganz einfach. Dann zu meinem Fashion-Favorit und zwar ist das ein Rucksack. Ich hoffe, er passt jetzt mit aufs Bild. Das ist dieses gute Stück von Aigner und das ist ein echt sehr, sehr cooler Rucksack. Ich mag den wirklich gerne. Er hat ein großes Fassungsvermögen, also es passt unheimlich viel rein. Er ist relativ stabil, das heißt, wenn ihr gerade ein paar schwere Sachen reinpackt, wie bei mir meistens Kamera, Laptop und so weiter, verliert er nicht sofort die Form. Das finde ich richtig cool und durch die Nietendetails ist er natürlich trotzdem relativ fashionmäßig. Und ich mag die Brand oder die Marke eigentlich auch ganz gerne, weil es ja so ein deutsches Traditionshaus ist. Ja, und auch zu dem Rucksack kann ich euch natürlich wie immer einen Outfit-Post verlinken, damit ihr den mal so in Action seht. Und ja, das war es jetzt auch schon mit meinen Favoriten für diesen Monat. Mich würde mal interessieren, was ihr diesen Monat so benutzt habt. War es bei euch genauso? Der Monat ging einfach wieder so unglaublich schnell vorbei. Ich habe die gleichen Sachen geliebt wie letzten Monat, deswegen war es jetzt nicht so unglaublich viel Neues. Ging euch das genauso? Ansonsten, wie gesagt, lasst mich euren super mega Favoriten des Monats gerne unten wissen. Dann schaut mir den vielleicht auch mal an. Und ansonsten sehen wir uns wie immer in einem neuen Video wieder. Bis dahin, tschüss!